Mit einer großen Party am ehemaligen Flughafen Tempelhof ist der Startschuss für die Messe Bread & Butter gefallen. Berlins größte Modemesse öffnet wieder in diesem Januar für Einkäufer, Journalisten und Modeexperten aus der ganzen Welt die Tore. Die Bread & Butter findet halbjährlich im Januar und Juli jeweils während der Berlin Fashion Week statt. Sie wurde zum ersten Mal 2003 in Berlin ausgerichtet. Danach zog die Messe für einige Jahre nach Barcelona und kehrte 2008 in die deutsche Hauptstadt zurück. Zur gleichen Zeit beginnen auch die Laufstegschauen der Mercedes-Benz Fashion Week in einem Zelt auf der Straße des 17. Juni. In diesem Winter steht die Fachmesse Bread & Butter, die nur für das Fachpublikum zugänglich ist, unter dem Motto High Fidelity. Wegen des milden Winters ist unter anderem der Jackenverkauf nahezu ausgefallen. Das hat das Geschäft erschwert und die Stimmung getrübt. Nichtsdestotrotz werden auf der Bread & Butter unter dem Titel Prepare for a Strong Winter optimistisch die neuen Herbst- und Winterkollektionen für die kommende Saison präsentiert. Im Vorfeld der Messe wurden 92.500 Tickets an Modeschaffende verschickt. An drei Tagen können die rund 100.000 Besucher die Kollektionen der mehr als 600 Aussteller begutachten und ordern. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Neuerungen. Zu den bereits etablierten Bereichen wie der Jeans Area, Denim Base oder den schickeren Style Society wurden drei zusätzliche Areas geschaffen. So soll eine noch differenziertere Einteilung der einzelnen Marken möglich sein. Im neuen Treasury-Bereich gibt es ausschließlich Accessoire-Labels. Von Koffern über Schmuck bis zu Handschuhen trifft der Besucher hier auf moderne Produkte der Marken Uslu Airlines, Kidney Karen oder Barts. Im Fire Department stellen meist inhabergeführte Marken mit langen Traditionen aus. Der Fokus liegt vor allem auf Qualität. Im Bereich Lock, Labels of Common Kind, sind Marken wie Nudie Jeans, Dr. Martens oder Schießer Revival vertreten. Als Erweiterung der Sport and Street Fläche präsentieren sich in der neuen Containerstadt DOC, Department of Contemporary Keynotes, Streetwear Marken mit limitierten Kollektionen. Dabei sind New Era und Strelsen. So wird dem starken Zuwachs des Casual-Bereichs Rechnung getragen. Er ist inzwischen der stärkste Part der Textilindustrie. Ein schwerer und dicker Ausstellerkatalog namens Brand Bible widmet jedem Aussteller eine ganze Seite und ist damit das Nachschlagewerk für alle Modeprofis. Für die Verpflegung der Messebesucher gibt es auf dem Gelände 8 Themenrestaurants und Bars. Berlins originale Kultwurst von Curry 36 ist ebenfalls erhältlich. Neben der Fachmesse findet ein Programm mit allabendlichen Partys statt. Im High Voltage Club ist eine beeindruckende Artistenshow zu sehen. Danach heizen internationale DJs die Dancefloors ein. Für diese Abende werden Tickets auch an branchenfremde Berliner verlost. Für mobile Internetnutzer wurde eine neue App entwickelt. Sie bietet Lagepläne, eine Übersicht aller Veranstaltungen sowie Ausgeh- und Unterkunftstipps. Besucher können ebenfalls Bread & Butter for Charity unterstützen, indem sie speziell entworfene Produkte erwerben. Der Erlös dient der Unterstützung von Berliner Kinderheimen.